Hallo und guten Abend, Matthias Böhmichen von Unternehmerportal.net. Ich stelle euch in unregelmäßiger Folge Geschäftsthemen, Geschäftsmodelle vor, Startups. Heute am Start haben wir Magin TV. Das ist eine Plattform für Fernsehen und Content-Anbieter, die dort ihre Fernsehsendungen einspeisen können. Die werden bis zu 7 Tage nach der ursprünglichen Ausstrahlung dort vorgehalten und Anwender wie ich und ihr können dann von jedem Gerät, was in irgendeiner Form mit dem Internet verbunden ist und für diesen App oder das Programm Magin TV gibt, diese Sendung abrufen und ich kann dann von meinem Sofa oder von unterwegs beliebige Programme angucken. Das schließt auch Bezahlsender ein, also Sky und ähnliches sind dort auch vertreten und das ist insofern interessant, als aus meiner Sicht dieses Startup aus Europa kommt. Die Gründer kommen aus Europa, Berlin, Stockholm und diesmal nicht aus Palo Alto oder dem Silicon Valley, um dann die alte Welt zu erobern. Hier geht es in der Tat eher von uns aus, also von Europa aus, auch mal eine schöne Erkenntnis. Und Magin TV hat sich angeschickt, hier tatsächlich so eine Art, ich vergleiche das jetzt mal wie Spotify für die Hosentasche zu sein. Das heißt, ich habe nicht nur meine Musik zum Mitnehmen on demand aus der Cloud, wie man so schön neudeutsch sagt, sondern hier eben ganz reale Dinge von den Nachrichten angefangen bis hin zu hochwertigen Filmen und Serien. Eine spannende Sache. Ich habe euch das entsprechende Video von den Magin TV Machern und Gründern rausgesucht. Das ist unten im Beitrag verlinkt. Dort könnt ihr einfach mal schauen, wie die sich selber darstellen. Es ist in Englisch, aber ich denke, das versteht ihr alle und ihr merkt auch, wer der Schwede, wer der Franzose und wer der Deutsche ist. Insofern spannende Sache, tolle Sache. Und das Interessante für euch ist, man kann Magin TV 30 Tage kostenlos ausprobieren. Noch geht das, wahrscheinlich nicht mehr lang, wenn der Zulauf stärker wird. Und in diesen 30 Tagen kann man über Magin TV sogar Bezahlfernsehen, was normalerweise kostenpflichtig ist, bereits in diesen 30 Tagen anschauen. Danach wird es kostenpflichtig, aber man kann das jederzeit vorher kündigen. Also es gibt keine automatische Abo-Gedönse oder sowas. Das machen die nicht, die machen das fair. Und insofern, schaut es euch mal an. Ist eine spannende Sache, wenn ihr noch Zeit zum Fernsehen habt und nicht wie ich hier Beiträge in die Videokamera reinspreche. Ja, das war Matthias Böhmichen zum Thema neue Geschäftsideen und Startups. Ich freue mich drauf, dass ihr hier da wart, wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Surfen und bis bald. Ciao.